The Mülheim Gigolos. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir alle hatten gestern Abend, glaube ich, einen sensationellen Fußballabend, oder? Einen sensationellen. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, ich verneige mich vor Mario Basler. Was sagen Sie dazu? Hammermäßig, oder? War das ein Tor? Das war doch unglaublich. Und an dieser Stelle eine Frage. FC Bayern im Champions League-Finale. Das haben wir nicht anders erwartet. Aber, sag mal, Juventus. Zu Hause schon 2-0 führen. Ja? Gegen Manchester. Und dann noch 3-2. Was ist los? Hä? Ehrlich, habe ich nicht kapiert, dass er muss ohne Sieg oder gewinnen, wenn er eins spielt? Hey! Ich war echt enttäuscht. Wirklich. Ich hätte mich so gefreut, wenn es geheißen hätte, Endspiel in Barcelona, Bayern München gegen Juventus Turin. Aber jetzt kommt eben Man U, wie wir Insider sagen. Man U. Und ich habe noch ein neues Idol seit gestern Abend. Der Trainer von Dynamo Kiew. Erst dachte ich, Donnerwetter, was macht denn Boris Jelzin auf der Bank? Leblos, unbeweglich, starrer Blick, ja? Und dann der Satz, meine Damen und Herren, von Kommentator Marcel Reif, der Satz, er lebt, er spricht! Ja. Und großartig. Großartig auch, wie der Trainer von Dynamo Kiew dann in die Kabine gegangen ist. Nach so einem Spiel. Es ist ja, in der Bundesliga wird es ja in Zukunft ein großes Umdenken geben. Wenn Sie in Zukunft zum Beispiel hören, und nun zum Spiel Unterhaching gegen Greuther Fürth, dann wissen Sie, erste Liga. Ja? Und wenn Sie hören, Köln gegen Gladbach, dann sagen Sie, nein, zweite Liga interessiert mich nicht. Greuther Fürth. Toller Name. Greuther Fürth hat es geschafft in den UEFA-Pokal. Das heißt also Greuther Fürth gegen Juventus Turin. Greuther Fürth, ich habe erst gedacht, das klingt ein bisschen wie ein Name, oder? So ein Familienname. Sag mal, der Greuther Fürth. Hm? Ist es nicht der Schwager von Müller-Schösch? Nein. Greuther Fürth mit einem supermodernen Stadion, das wie heißt? Das Playmobil-Stadion. Kein Witz. Nicht mehr Bökelberg, nicht mehr Betzenberg. Playmobil-Stadion. Eigentlich schön, oder? Das Playmobil-Stadion, eigentlich ein idealer Arbeitsplatz für zum Beispiel Icke Hessler und Berti Vogts. Also, das wären Spiele, wirklich. Wolfsburg gegen Unterhaching. VfL Bochum gegen Greuther Fürth. Die neuen Städte liegen teilweise so weit ab vom Schuss, da funktioniert nicht mal mehr das Handy von Franz Beckenbauer. Ortstarif. Nix. Heute Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir wunderbare Gäste. Wir haben die jüngste Bundestagsabgeordnete bei uns zu Gast. Sie ist 25 Jahre alt und sie ist selbstverständlich für die Christlich-Demokratische Union Deutschlands, formerly known as CDU, im Bundestag. Bei uns zu Gast, 25 Jahre. Jawohl, da ist schon die Wählerschaft im Bus mitgereist. Oder? Ja? Bei uns zu Gast Katharina Reiche. Und dann speziell für Sie, meine Damen, den
Moderator, den neuen Moderator, schon seit fast einem Jahr, von Deutschlands erfolgreichster, man sagt auch Kuppelshow, ich sage Flirtshow oder Show der Liebe. Ganz früher hat sie Rudi Carrell gemacht. Super, sensationell. Dann Reinhard Fendrich, dann Hera Lind. Und jetzt, meine Damen und Herren, der neue Moderator bei uns heute Abend zu Gast, der neue Herzblatt-Gastgeber Christian Clerici. Aus Wien. Küsst die Hand nach Wien. Servus. Österreich. Wenn Sie immer diese leicht längeren Applause hören, das sind junge Studenten aus Göttingen. Die sind noch fröhlich. Die sind noch lustig. Haben wir früher auch gemacht. Bei der Landesbühne Esslingen in der Stadthalle Nürtingen. Erster Schauspieler kam raus. Das nervt. Aber gut. So sind Sie, unsere jungen Menschen. Und ich nenne ihn jetzt eine junge Dame, die es absolut an die Spitze geschafft hat in den letzten anderthalb Jahren. Erotik, Sex und Geld sind heute wieder eine großartige Verbindung eingegangen, denn Verona Feldbusch war zu Gast auf der Frankfurter Börse, und zwar anlässlich des Börsengangs der Firma Telegate. Telegate ging heute an die Börse, man kann jetzt Aktien kaufen, und sie hat das präsentiert und sie sah sensationell aus. Ich habe es wirklich gesehen in NTV. Ja, sie trug ein Kleid, ein Hauch, es war eine Sünde, wirklich. Ja. Das Kleid war so kurz, ja, dass man vom Parkett nach oben auf die Galerie schaut und sagte, wahnsinnig toller DAX heute. Zwei Begriffe aus der Welt der Börse kennt Verona schon aus ihrer Zeit bei Piep. Das ist Bulle und Bär. Zeit für Bullen, Zeit für Bären. Oder, wie wir Rentenpapierbesitzer sagen, immer Zeit für beides. Für Verona Feldbusch sind die Aktien ein bisschen so wie Männer. Ja? Am besten ist, man stößt sie nach vier Wochen gewinnbringend ab. Lange Zeit dachte er Börse, da dachte Verona Feldbusch, Börse, nein, das ist nicht Frankfurt, Börse, das ist hinten rechts in der Hosentasche von Dieter Bohlen. Ja, und jetzt, Moment, jetzt muss ich Ihnen etwas Wichtiges verraten. Ein schwedischer Forscher hat herausgefunden, dreimal Sex im Monat genügt. Reicht völlig aus, mehr als dreimal Sex im Monat ist unmoralisch, ja. Ich habe mich sehr gefragt, weil ich habe gesagt, dreimal Sex im Monat, ja, drei kann man ja nicht durch zwei teilen. Und was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie man überhaupt dreimal Sex in Schweden haben kann, denn in Schweden hört man eigentlich nach dreimal Sex den Satz, danke, aus, Kamera läuft nicht mehr. Früher hätte ich, wenn es um das Thema Japan gegangen wäre, so gemacht. Mach ich nicht mehr, ist mir zu albern mittlerweile, ja? Ist mir zu blöd, zu diskriminierend. Jetzt mache ich einfach. Neues aus der Welt der Alarmanlagen, aus der pulsierenden und faszinierenden Welt der Alarmanlagen in Japan. Und zwar, in Japan gibt es jetzt eine Alarmanlage gegen Bettnässen. Fast unvorstellbar, oder? Aber süß, was sich unser Nachbarvolk da alles ausdenkt. Sensoren am Kopf des Japaners. Das heißt, der Japaner liegt im Bett. Oh, Haro. Ja, randvoll mit Sushi. Ja, oben Sushi, unten die Schuhe und liegt also da im Bett, hat die Sensoren am Kopf, schläft, und wenn die Blase signalisiert, oh, Achtung, ja, dann weiß ich nicht, piept es oder leichte Stromschläge oder so, und dann fährt der Japaner hoch und merkt, ich muss auf Klo. Alarmanlage, ja? Alarmanlage gegen Bettnässen in Japan, eine Art Granufink-Tamagotchi.
Folgendes gefragt. Ich habe mich Folgendes gefragt, woher kennen sich die Japaner überhaupt so gut aus im Alarmanlagenbau, oder? Wo brauchen die das? Weil die Autos klaut keiner? Bei uns gibt es... Nein! Bei uns gibt es auch eine Alarmanlage, die einem ein Zeichen gibt, wenn man aufs Klo muss, und die heißt das Wort zum Sonntag. Okay, letzte Chance. Nein! Letzte Chance. Letzte Chance. Letzte Chance. Woran erkennt man einen japanischen Bettnässer? Der Bürostuhl ist nass. Bitte? Wer ist dran? Die Sendezentrale in Mainz? Entschuldigung, Sie müssen kurz unterbrechen. Liebe Zuschauer, wir unterbrechen unser Programm für einen aktuellen Hinweis. Harald Schmidt befindet sich derzeit auf dem Weg zu seinem Schreibtisch. Dort ist er jetzt angekommen und damit setzen wir unser Programm fort. Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Unterhaltung. Vielen Dank, Mainz, und da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Ja, das muss schon sein, wenn ganz aktuell etwas an Sie mitzuteilen ist. Donnerstag, Zeitungentag, Zeitschriftentag. Und Donnerstag, da heißt es auch für mich, ich hole mir mal die neue Bravo. Und in Bravo habe ich etwas Tolles entdeckt, ein tolles Rätsel. Und zwar, schauen Sie dieses Rätsel an. Was ist weiß und knallt voll rein? Was ist weiß und knallt voll rein? Helmut. Weiß ich doch auch nicht. Also. Weißt du? Keine Ahnung. Ich kann mir jetzt auch nichts... Du weißt es? Nee, ich kann mir da nichts drunter vorstellen. Er ist so, er ist wirklich ein, so sympathisch. Und, er weiß es natürlich, aber er ist kein Spielverderber. Die richtige Lösung heißt Milch. Ja, das ist schon mal ein Knaller. Und jetzt schauen Sie die Milchindustrie. Ja, was die für eine coole Abteilung ist, was das für lockere Sprüche sind. Und zwar von der Europäischen Gemeinschaft finanziert. Alle fragen sich, warum du immer so fit bist. Die Typen beneiden dich. Die Mädels laufen dir in Scharen hinterher. Sie finden es geil, dass du immer dein Ding machst. Du weißt ganz genau, was am besten kommt. Bist immer gut drauf, denn du trinkst Milch. Wow. Eine Anzeige der zentralen Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft. Und deutsche Agrarwirtschaft, verstehen wir das richtig? Ihr geht davon aus, Frauen trinken keine Milch. Nein, ja, weil die Mädels laufen den Scharen hinterher, die Typen beneiden dich. Das wendet sich an uns Männer. Richtig, denn die Frauen sind ja im Stall und melken. Deutsche Agrarwirtschaft. Jetzt wird es sehr intellektuell, meine Damen und Herren. Willkommen zum offiziellen Hausblatt bei Sat.1 zur Zeit. Wie Uhr? Nein, diese Zeitung heißt so. Ja, die Zeit, und dort haben wir heute etwas sehr Interessantes entdeckt. Wir alle, die wir 17 Jahre lang für das Abitur gelernt haben, wir sind natürlich Fans der Zeit und wir sind große Fans des Zeitmagazins. Und das Zeitmagazin wird eingestellt. Aber... es kommt etwas Neues in Farbe und das heißt in Zukunft Leben. Die neue Beilage in der Zeit heißt Leben. Einfach Leben wie, ja, wie kann ich Ihnen das erklären, was Leben ist? Leben ist wie Leben praktisch, ja? Aber nicht Leben, sondern Leben in der Zeit. Und das wird jetzt mit großer, großer Werbung vorgestellt. Hier, ja,
Na gut, das brauchen Sie nicht im Detail wissen, aber hier ist das jetzt so alles ganz groß. Und da steht drin, die ersten 5 Seiten in dieser Beilage Leben in der Zeit heißen Reden, Aussehen, Entscheiden, Erinnern, Fliehen. Soll ich es nochmal sagen? Ich sag's nochmal. Sie können es auch mitlesen. Schauen Sie, ich zeige es Ihnen hier. Ich zeige es Ihnen hier. So, hier ist es. Hier. Hier. Die ersten 5 Seiten heißen Reden, Aussehen, Fliehen, Entscheiden, Erinnern. Und ich habe mich gefragt, muss hier nicht der Jurist von Sat 1 eingreifen? Wurde hier nicht das Konzept der Harald-Schmidt-Show gestohlen? Oder? Ja. Reden. Unser Konzept. Reden, das heißt, ich komme raus, erzähle diese bombastischen Witze, ja, sie schmeißen sich weg, dann kommt Aussehen, das heißt, hey, die Schuppen auf dem dunklen Anzug sieht irgendwie komisch aus. Fliehen, die Werbung. Dann entscheiden, bleibe ich dran oder nicht, wenn die Gäste kommen. Und, ja, höre ich oft. Und erinnern, warum nochmal habe ich das angeguckt? Sehr merkwürdig und irgendwie auch schamlos. Und was uns ganz irritiert hat, war dieses Foto hier oben. Schauen Sie. Ein typischer, sehr lockerer Zeitfotograf, würde ich sagen. Ein Werktätiger, der ausrastet. Sowas gibt es. Wir haben dieses Foto, können es ein bisschen größer zeigen? Ja, wir haben es nicht ganz verstanden. Was bedeutet das? Ich frage Sie, was sagt der Mensch, ja, der hier über eine Schiene springt? Was sagt dieser Mensch auf diesem Bild? Sagt er A, wer hat die Schienen unter Strom gesetzt? Oder sagt er B, wenn ich jetzt springe, hat der Lokführer keine Chance? Oder etwa C, juhu, ich bin in 630-Mark-Job los. Zeit. Helft uns, liebe Zeit. Ja, wir würden es wirklich gerne wissen. Nun ist es wieder soweit, einer der Höhepunkte des an Höhepunkten weiß Gott nicht armen Sat.1-Programms. Jetzt für Sie, meine Damen und Herren, exklusiv auf Wunsch der ARD-Verantwortlichen, hier bei uns der Bericht aus Bonn. Endenich. Im Rahmen einer Gewässerschau werden am Donnerstag, 6. Mai, die Läufe des Endenicher und des Längsdorfer Baches sowie des Katzenlochbaches, des Göttgesbaches und des Schlossbaches besichtigt. Bonn, Oberdollendorf. Um eine Kiste Wein spielen die Teilnehmer des Preiskarts der FDP am Donnerstag, 29. April ab 19.30 Uhr im Bungertshof. Das war's für heute. Guten Abend, das Wetter. Da war ein Fleck. Ist es soweit? Ja, ich bekomme ein Zeichen. Ja, es ist soweit. Die Leitung steht, meine Damen und Herren. Sie wissen, am vergangenen Montag wurde mit einer feierlichen Sitzung der Reichstag als neues Parlamentsgebäude in Betrieb genommen. Und wir schalten jetzt nach Bonn, um unseren Starreporter dort zu fragen. Ja, hallo Kai Edel, live in Berlin. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo Köln. Hallo. Ja. Hallo Artik, grüß Sie. Sie haben auch gemerkt, Kai, ja. Das muss man sich erst angewöhnen. Auch bei mir ging es noch ein bisschen durcheinander, Bonn und Berlin. Aber man sieht es natürlich vor dem Brandenburger Tor. Kai Edel live in Berlin. Der neue Reichstag zum ersten Mal für die Besucher geöffnet worden. Kai, wie ist die Stimmung in der Hauptstadt? Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Ja, aber Sie sind doch in Berlin, Kai.
verstehe, natürlich. Ich stehe hier direkt vor dem Brandenburger Tor. Die Stimmung ist, was soll ich sagen, fantastisch. Die Menschen tanzen auf den Straßen. Es ist ein Wahnsinn. Ganz Berlin feiert ausgelassen. Die Spreestadt steht Kopf. Ja, Kai, wir bekommen hier ja einiges von der Euphorie mit. Ja. Aber Sie sind ja nicht nur zum Feiern in Berlin, sondern ein wichtiges Thema. Sie haben einen Hintergrundbericht über die Russenmafia angekündigt, die sich ja mittlerweile wie eine Krake über die Spreestadt legt. Was? Ja, meine Damen und Herren, ohne Rücksicht auf Leib und Seele begab sich Kai Edel undercover in die Schaltzentrale der wohl gefährlichsten kriminellen Organisation der Welt. Hut ab, Kai Edel. Können wir den Beitrag jetzt bitte sehen? Schauen wir mal rein. Mit diesem Video möchte ich Ihnen einige fantasievolle und farbenfrohe Trockenblumengestecke vorstellen. Ich werde Ihnen genau zeigen, wie jedes einzelne hergestellt wird, indem ich Sie Schritt für Schritt anleite und Ihnen bei jedem Gesteck eine andere Trockenblumentechnik erkläre. Ich werde Ihnen auch zeigen, wie Sie selbst Pflanzen aus Ihrem Garten oder aus dem Blumengeschäft trocknen und haltbar machen können. In kürzester Zeit werden Sie alle Fertigkeiten und Techniken perfekt beherrschen, um selbst Blumen für eigene Trockenblumengestecke zu trocknen, vorzubereiten und haltbar zu machen. Kai? Ja? Das war nicht Ihr Undercover-Hintergrundbericht über die Russenmafia. Nein. Ich habe zuerst einen Hintergrundbericht über Trockenblumen gemacht. Und zwar glaube ich, dass der Mann in dem Film einer der Drahtzieher der Russenmafia ist. Prima, Kai. Ja. Ganz toll. Ja. Haben Sie sonst noch was Interessantes aus Berlin? Sonst noch was Interessantes. Natürlich, Herr Schmidt. Neben mir steht jetzt ein Ur-Berliner Original. Der Taxifahrer Fritze Fritz. Fritze, sagen Sie doch mal was mit Ihrer herrlichen Berliner Schnauze. So was richtig Berlinerisches. Ja, scheiße. Die Berliner, oder? Super, Fritze. Aber sagen Sie es doch noch mal mit ein bisschen mehr Lokalkolorit. Scheiße. Toll. Fritz, ich könnte stundenlang mit Ihnen plaudern, aber lassen Sie uns zur Sache kommen. Sie haben uns eine typische Berliner Spezialität mitgebracht, und zwar Buletten wie bei Muttern, wie man so sagt. Ich beiß da mal rein. Na, herrlich, wunderbar. Da muss ich gleich mal fragen, was ist eigentlich drin in diesen Buletten? Scheiße. Kai. Ja. Kai, sollen wir hier vielleicht Schluss machen? Nee. Halt, ich hab noch einen Bonbon für Sie. Ehrlich, neben mir steht eine Diva. Eine Frau, die einst als Berliner Göre auszog, die Welt zu erobern. Hildegard Knef. Guten Tag, Frau Knef. Hilde, Sie sehen fabelhaft aus. Sie sind gestern 140 Jahre alt geworden. Wie machen Sie das nur? Ach, Herr Edel, mein Rezept ist die Liebe. Vögel hält jung. Vögel hält jung. Ja, wunderbar. Ach, herrlich. Berlin, das Berlin. Oder Dennis Berlin, wie wir sagen. Hilde, wunderbar. Können Sie uns vielleicht noch mal Ihren größten Hit vorsingen? Für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten alle Wunder begegnen. Herrlich, ja, wunderbar. Vielen Dank, Hilde. Ja, bitte. Oh. Nee, hau ab. Nee, das will wirklich keiner wissen. Kai? Ja? Ja, das war großartig. Und vielen Dank für diese tollen Impressionen aus Berlin. Das ist nämlich so, da gehört vor allen Dingen, gehört da mal Pisse rein, ja, und dann kommen da noch ein paar andere Zutaten. Ja, machen wir hier Schluss. Danke. Und, geil aus Berlin. Mein erster Gast, meine Damen und Herren, ist mit 25 Jahren die jüngste Bundestagsabgeordnete und sie gehört zur Fraktion der CDU. Herzlich willkommen, Katharina Reiche.
Ihre erste Legislaturperiode? Ja, meine erste. Früher war es nicht möglich. Ja. Wo ist Ihr Wahlkreis? In Potsdam und Potsdam-Mittelmark, die Umgebung von Potsdam. Ist es ein harter Wahlkreis? Wer war denn Ihr Konkurrent? Kennt man den? Meine Konkurrenten waren der letzte Postminister der DDR, Herr Emil Schnell. Schöner Name für einen Postminister, finde ich, oder? Ja. Wenn es denn mal so wäre, aber er war auch im Wahlkampf so, wie die Post allgemein bekannt ist. Dann Herr Kurzmutz von der PDS. Herr Kurzmutz von der PDS? Jawohl, und eine Frau Voss von den Grünen. Ja. Und wir haben gegeneinander. Haben Sie das Mandat direkt gewonnen? Nein, habe ich nicht. Ich bin über die Landesliste reingekommen. Ich war auf Platz 4 der Landesliste im Brandenburg. Aha. Wer hat den Wahlkreis gewonnen? Den Wahlkreis hat Herr Schnell gewonnen, ganz schnell. Aber die Erststimmen waren sehr viel geringer als die Zweitstimmen. Also es hat schon gezeigt, dass die SPD insgesamt vorne lag, wie halt in diesem Wahlkampf. Insgesamt. Ja. Das heißt, Herr Schnell sitzt jetzt auch im Bundestag? Herr Schnell ist in allen Bundestag. Also Potsdam ist gut versorgt mit Abgeordneten. Ach, auch die anderen sind reingekommen über die Landeslisten? Über die Landeslisten sind alle drin, jawohl. Das heißt also, wenn ich es wirklich schaffen will, warum nicht mal nach Potsdam ziehen, oder? Wäre eine Möglichkeit. Sie würden sich gut machen dort. Ja, naja, ich glaube, also für Politik, das wäre nichts für mich. Aber Sie haben ja einen großen Unterschied zu vielen Bundestagsabgeordneten. Sie haben einen Beruf. Ja? Das ist richtig. Nein, ich meine... So. Das ist eine richtige Sache. Natürlich hat eigentlich jeder Bundestagsabgeordnete einen Beruf, aber die meisten sind schon so lange dabei, dass sie den Beruf schon ewig nicht mehr ausgeübt haben. Ne? Viele haben ihre x-te Legislaturperiode, das ist wohl wahr. Ja? Das Durchschnittsalter im Bundestag ist auch um die Mitte 50, ja? Meist Männer. Ja? Und junge Leute fehlen dort eigentlich, das ist richtig. Aber ich bin ganz froh, dass ich meinen Berufsabschluss habe als Diplomchemikerin, was mir die Gelegenheit, die Möglichkeit gibt, recht unabhängig vom Mandat zu sein, also auch zurück zu können, wenn ich denn wollte. Ja, wollen Sie? Ich... Es ist ja erst ganz kurz. Ne? Mein Ziel ist selbstverständlich, den Wahlkreis irgendwann direkt zu holen. Ja? Das möchte ich schon schaffen, mich ein wenig an die SPD heranzuschleichen, keine Frage. Es ist nur so, wenn man weiß, dass man nicht vom Mandat nur abhängig ist, man das Mandat ernst nimmt, seinen Wahlkreis gut betreut, vernünftige Arbeit im Parlament macht, ist doch so... Die Unabhängigkeit zu wissen, man hat einen Job, man kann zurück ins Leben, ist schon ein beruhigendes Gefühl. Eine schöne Formulierung, zurück ins Leben. Ja, wirklich, aus der Politik, zurück ins Leben. Jetzt stelle ich mir das vor. Ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel, als ich das erste Mal Rudi Carrell getroffen habe. Das war in der Kantine in Wuppertal. Da hat er eine Show geprobt und ich war Anfänger und sagte, komm mal hier, setz dich mal zu mir, dann Profis. Und ich dachte, oh, Rudi, also wenn man solchen Legenden zum ersten Mal persönlich gegenübersteht, ging Ihnen das auch so, als Sie plötzlich sagen, Helmut Kohl, 16 Jahre lang Kanzler gewesen, Wolfgang Schäuble und wie sie alle heißen, diese Stars der CDU, die man so kennt jeden Tag aus dem Fernsehen. Wie war das für Sie, als Sie die zum ersten Mal persönlich kennengelernt haben? Ich habe sie im Wahlkampf kennengelernt, ich habe sie durch meine Arbeit in der CDU schon vorher kennengelernt, aber man hat einen hohen Respekt vor diesen Männern, gerade vor Helmut Kohl. Man geht nicht einfach auf sie zu und haut ihn vielleicht auf die Schulter. Hi Helmut, nein, überhaupt nicht. Das fällt dann eher aus. Ja, sagt man guten Tag, Herr Kohl, oder spricht man ihn gar nicht an? Doch schon, natürlich. Herr Bundeskanzler, weil Bundeskanzler AD, das hat er... Sagt man nicht. Man sagt doch nicht, guten Tag, Herr Altkanzler, sondern guten Tag, Herr Bundeskanzler, immer noch, oder? Herr Bundeskanzler oder Herr Dr. Kohl. Ja, und wenn man dann so... Wo sitzen Sie im Bundestag? Das ist unterschiedlich. Je nachdem, wie voll die Reihen sind. Man kennt das ja. Ja. Zu gewissen Zeiten meint man, das ganze Parlament sei leergeräumt. Ja. Dann gibt es etwas weiter vorne Platz. Manchmal etwas weiter hinten, wenn man einen Kollegen trifft, mit dem man sich unterhalten will. Feste Plätze. Feste. Ja. Feste Plätze gibt's nicht. Die ersten Reihen im Parlament sind reserviert für den Fraktionsvorsitzenden, die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, Geschäftsführer. Dahinter freie Auswahl. Ja, und wie ist es in der Fraktion? Das stelle ich mir auch ja sehr hart vor. Da gibt es ja auch so ein Gerangel, ja, also bei der Fraktionssitzung, wenn man da zum ersten Mal dabei ist.
Ja, die erste Fraktionssitzung, die war in der Tat ein bisschen aufregend, weil ja die alten Abgeordneten, die neu dazugekommen sind, quasi alte und neue Fraktionen in einem Raum tagen mussten. Und es waren sehr viel mehr als 245 Leute. Und da gab es dann schon Gerangel um die vorhandenen Plätze. Und als Neuling war es dann etwas schwierig, seinen Platz zu finden. Ich bin dann mehrmals von Platz zu Platz gehüpft, bis ich mich dann irgendwann zwischen die Brandenburger. Warum denn? Hab. Sie saßen schon und dann kam einer und sagte, hör mal Mädel, ich bin seit 36 Jahren hier. Ja? Nicht ganz so, aber so ungefähr. Das war mein Platz. Ich bin dann eins nach neben, dann ans Fenster und dann wieder zurück. Also ich habe ein paar Runden durchs Rondell gedreht. Gibt es da sowas wie eine Solidarität unter Frauen in der Fraktion, dass man sagt, also nehmen Sie nicht so einen? Oder ist da wirklich jeder sich selbst der Nächste? Sie sind in Ihrem Wahlkreis, von Ihrem Wahlkreis gewählt, sind dort unabhängig. Sie versuchen Ihre Arbeit in der Fraktion so gut wie möglich zu machen. Sicherlich ist es schwierig, sich als ganz junges Mitglied in jedem Fall durchzusetzen. Aber ich bin bislang nur auf wirklich zuvorkommende Kollegen getroffen, die einem unter die Arme gegriffen haben, geholfen haben. Es ist nicht so, dass die auf einen zukommen. Man muss schon hingehen, wenn man was will und die Informationen aus ihnen herauskitzeln. Sie werden ihnen aber auch gegeben. Nur sich hinsetzen und erwarten, jetzt kommt die halbe Fraktion vorbei und erzählt ihnen was, das klappt nicht. Wie lange braucht man denn, bis man sich überhaupt zurechtfindet? Um wie viel Uhr ist die Sitzung? Wo findet das statt? Wo tagt der Ausschuss? Dann muss man ja auch, was weiß ich, irgendwie so einen Mitgliedsausweis oder sowas haben. Also ich stelle mir das vor wie am Anfang an der Uni. Ja? Die ersten Semester sind ja eigentlich nur da, um sozusagen Sklavendienste zu verrichten an der Uni. Ja. Ist das da im Bundestag ähnlich, bis man das rein organisatorische Intus hat? Das rein organisatorische war zu Anfang schon ziemlich aufregend. Wo kriege ich ein Büro her? Wo bekomme ich mein Team für meine Mitarbeiter zusammen? Wo ist was? Wo sind welche Räumlichkeiten? Da haben sie aber genügend Material zur Verfügung, dass sie durcharbeiten können. Ja, so. Es gibt den Wegweiser für Abgeordnete, ein kleines graues Büchlein, damit auch wirklich nichts schief geht. Ja. Und die Tagesabläufe sind doch sehr wohl durchkalkuliert, quasi wie in der Uni, wie ein Stundenplan. Haben Sie schon mal eine Rede gehalten? Im Parlament noch nicht, nein. Wo? In der Fraktion. Zum Thema? Ost-West. Ja. Die CDU und auch vor allem junge Menschen in den neuen Ländern, Situation, Befinden, Wahlverhalten, Probleme. Ja. Und ich glaube, das war eine ganz spannende Geschichte. Wurde diese Sache von Ihnen verlangt oder haben Sie das angemeldet? Es gibt 45 Abgeordnete aus den neuen Ländern. Ja. Das ist insgesamt nicht besonders viel, bei 245. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir die neuen Länder besser präsentieren, auf eine nüchterne Art und Weise, quasi ein Bild erstellen, wie sieht es aus in den neuen Ländern, wo läuft es gut, wo haben wir noch Nachholbedarf. Und ich fand es wichtig, aus meiner Sicht, der Sicht der jüngeren Generation darzustellen, wo meines Erachtens Probleme liegen. Sagen Sie mal, wo sind die Probleme? Beispielsweise, bei der letzten Bundestagswahl haben 32% der 18- bis 25-Jährigen in den neuen Ländern extrem gewählt, entweder extrem links, extrem rechts. Dann gibt es ein hohes Potenzial an Nichtwählern zwischen 18 und 25. Wenn Sie das dann aufrechnen, kommen Sie drauf, dass knapp jeder Zweite zwischen 18 und 25 sagt, mit Demokratie, mit unserem Staat wollen wir nichts zu tun haben. Das ist schon alarmierend. Ist das im Bundestag so bekannt oder interessiert das eigentlich gar nicht weiter? Ob es jedem bekannt ist, weiß ich nicht. Und Ziel war ja auch, zumindest in der Fraktion, dieses deutlich zu machen. Solche Zahlen, solche Stimmungen versuchen rüberzubringen, zu zeigen, da gibt es Handlungsbedarf. Ob jedes Mal das Interesse da ist, weiß ich nicht. Aber ich habe es ganz einfach, ich habe es loswerden wollen und war froh, dass mir Gehör geschenkt wurde. Sagt dann der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Schäuble hinterher was zu Ihnen? Hinterher hat er nichts gesagt, nein. Aber es wurde schon kommentiert von den Kollegen, ach Mensch, haben wir ja gar nicht so gedacht. War gut, was sie da gesagt haben. Oftmals auch erstaunen oder erschrecken über diese Zahlen. Und ich hoffe, dass ich dadurch ein Zeichen setzen konnte, wie viel Bedarf wir noch haben, wo Politik sich öffnen muss, gerade jungen Menschen gegenüber. Ein bisschen mehr Vertrauen junger Menschen in Demokratie versuchen, ins Leben zu rufen, junge Menschen auch dazu bekommen, sich einfach zu engagieren. Da haben wir wirklich Nachholbedarf in den neuen Ländern. Zu wenige finden es spannend, sich in Parteien oder Organisationen, Verbänden zu engagieren. Vielleicht
einerseits, man nimmt uns Junge sowieso nicht ernst. Andererseits, das eigene Leben ist einem erstmal wichtiger. Nur eine neue Bock-Generation möchte ich nicht mal ausmachen. Aber man muss schon ganz schön kitzeln, um junge Leute dahin zu bekommen. Aber zunehmend gelingt es. Ja, also das wäre ja eigentlich für alle sehr zu wünschen, weil in erster Linie wollen die Leute natürlich mal einen Job. Ja? Und ich glaube, wenn sie den nicht haben, dann ist denen auch die Politik oder sowas leider relativ wurscht. Ja? Ich würde es nicht mal nur auf den Job beziehen. Auch junge Menschen, die einen Job haben, sind nicht unbedingt bereit, sich in einer Bürgerinitiative oder wenn sie denn dann Kinder haben, vielleicht in der Schule zu engagieren. Insgesamt ist das Bedürfnis, sich einzubringen in die Gemeinschaft, stelle ich zumindest fest, nicht ganz so groß. Und das wäre mir wichtig zu vermitteln, dass das Spaß machen kann, dass das eine ganz aufregende Sache ist und dass sich vor allem lohnt. Also, da drücke ich Ihnen den Daumen, dass das klappt, vielleicht mit den anderen jungen Abgeordneten im Bundestag zusammen, dass da vielleicht eher eine Solidarität ist unter den vielen jungen Abgeordneten als vielleicht auch in der eigenen Fraktion. Und wir werden das hier weiter verfolgen. Und vielleicht heißt es ja eines Tages die jüngste Ministerin aller Zeiten in der neuen schwarz-roten Koalition, die heute Nachmittag überraschend ausgerufen wurde. Ja, Dankeschön. Katharina Eigemann, meine Damen und Herren. Jetzt kommt ein Mann, der Liebende zusammenbringt. Er ist der Moderator der ARD-Liebesshow Herzblatt. Seit er die Sendung moderiert, seit letzten Oktober, hat sich die Quote auf sensationelle 4,5 Millionen Zuschauer verdoppelt. Herzlich willkommen, Christian Clerici. Jubel, Begeisterung, leuchtende Augen bei den weiblichen Zuschauern. Ich sehe nicht so weit, aber... Du siehst nicht so weit? Nee. Bist du kurzsichtig? Na, ein bisschen. Na, jetzt fällt es mir auf, weißt du, vorhin, als ich zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, weißt du, mit wem du eine Ähnlichkeit hast für mich? Mit George Clooney. Der ist seit kurzem. Also, ist das? Ich habe mir vor dem Urlaub die Haare abgeschnitten daran? Und seitdem sagen die Leute... Ja, aber wirklich, so eine Art, die ARD ist ja auch ein riesiger Emergency Room eigentlich. Ja, wird immer ein bisschen was repariert, ja. Immer so in letzter Sekunde noch so ein bisschen. Aber wirklich, George Clooney. Ich weiß, dass die Frauen zu Hause jetzt sagen, boah, sieht der aus und so. Und wir müssen das gleich mal klären. Ja, Clerici, sensationelle Mischung. Der Vater kommt aus... Rom. Roma. Hey, Turin! Ja? Rom in Italien, ja. Rom und die Mutter? Aus Wien. Das ist doch eigentlich sozusagen Nitroglycerin auf zwei Beinen, oder? Diese Mischung, oder nicht? Das ist eine Mischung, mit der man ganz gut durchs Leben kommt, das schon, ja. Wie viele Pässe hast du? Das interessiert uns Deutsche. Zwei. Zwei. Italiener? Und ein Österreichischer. Und ein Österreichischer. Und beide Sprachen perfekt? Italienisch nicht perfekt, Deutsch, also zumindest so, dass es irgendwie fürs Fernsehen gereicht hat. Und also... Ein Schmäh, Herr. Ja, die Wiener, das war der Wiener. Nein, ich spreche Italienisch ganz gut, ja? Aber nicht so gut, dass ein Italiener nicht merken würde, dass ich lange Zeit nicht da gelebt habe. Aber es genügt zum Beispiel, um deutsche Frauen zu beeindrucken. Aber ja. Auch mit Akzent? Auch sozusagen mit deutschem Akzent, italienischen Akzent? Sie, wenn der, also, ja? Prego, Signor, Ed, wie heißt das nochmal? Ganz normale Helfer. Liebe, Amore. Es geht ein bisschen. Was heißt bitte zwei Espresso im korrekten Italienisch? Due espressi, per favore. Due espressi? Si. 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 Und nicht due espressos so. Oder irgendwas. Ja. Due espressi. Ja. Espressi. Aber du hast auch das I jetzt nicht so betont, sondern Espressi. Espressi, ja. Das ist irgendwie die Kunst der Italiener, so ein bisschen zu verschlucken. Wenn man es nicht großartig. Besonders gut kann, dann merkt nämlich niemand, dass man es eben nicht perfekt spricht. Aber es klingt aber auch immer toll. Ne? Es klingt auch so, wenn man Politiker sagt, hey, komm, sehen Sie, aber so. Selbst irgendwie, wenn Juventus Turin sich verabschiedet, sagt man schade. Ja? Ja. Bist du Fußballfan? Nein, überhaupt nicht. Gar kein Sportler? Doch, Sport schon, aber nicht Fußball. Welcher Sport? Ich laufe ein bisschen, ich verschiehe, ich tauche gern. Ja. Und zwar richtig tauchen, ja? Also nicht so wie unser eins, der mal so mit der Kinderbrille unter Wasser geht. Nein. Wahnsinnig einen Tauchurlaub gemacht. Wo? In Mexiko. Ich war jetzt gerade in Mexiko. Ja. Was war das für ein Tauchurlaub? Ich war dahin zum Höhlentauchen. Also Yucatan ist so das Eldorado für Höhlentaucher. Ja. Zum Unterschied von unserem Breiten hat das Wasser dort 26 Grad, auch in den Höhlen. Ja. Das ist dann entspannend und angenehm. Ist es nicht gefährlich? Wie tief geht man da runter? So tief man will. Also je nachdem, wie man ausgebildet ist, wie verrückt man ist. Ja. Wie tief gehst du runter? Also ich habe eine Ausbildung mit Mischgas zu tauchen. Ich könnte bis 100 Meter tief tauchen. Aha. Da bist du ganz 100 Meter ist schon ganz schön heavy, oder? Ja. Ja? Also für 12 Minuten, um da 12 Minuten unten am Boden zu sein, auf 100 Meter brauchst du 1,5 Stunden, um wieder hochzukommen. Das ist ja das Wichtige. Es kommt auch mal wieder schneller hoch, aber das aber ist dann irrsinnig ungesund. Ja, das ist unglaublich. Und das ist wahnsinnig wichtig. Ja? Ach, wichtig ist das gar nicht. Ich wollte mir so einen Jugendtraum erfüllen und habe das auch gemacht. Und ich meine, das langsame Aufsteigen ist wahnsinnig wichtig. Ja. Oder? Ja, das ist sehr wichtig. Oder?
passiert? Nee. Das ist ein Jugendtraum von dir. Traum. Jetzt, wenn man dich so erlebt, ist natürlich klar, du wurdest geboren, um Liebende zusammenzubringen. Und ich bewundere das immer wieder, wenn ich sehe, diese Kandidaten, die da sitzen, schlagfertig, nichts abgesprochen, alle spontan. Also doch dieses Thema. Gut. Nein, nein, überhaupt nicht. Was hast du vorher gemacht? Das überrascht mich jetzt. Nee, ich war beim ORF. Was hast du geglaubt, was ich gefragt hätte? Ach, wegen dem abgesprochen. Na, also wurscht. Ja. Also wirklich. Mir ist es egal. Stimmt ja auch, aber nee. Es ist egal. Ich meine, man sieht's gerne. Du warst beim ORF. Ich war beim ORF. Welche Richtung da? Jugendfernsehen zuerst, dann eine kulinarische Reise durch Österreich. Dann habe ich so eine Extremsport-Partnershow dort gehabt. Ich habe da viel Regie gemacht bei ein paar Sendungen. Ja. Und dann ging ich irgendwann mal nach Hamburg zur Premiere. Ja. Hab da 2 Jahre für Premiere Kino und Entertainment moderiert. Ja, und dann ging es zur ARD. Hast du auch ein Studium oder einen Beruf, so wie unsere Abgeordnete? Also ich kann nicht so gut wieder ins Leben zurückgehen, obwohl in nichts. Dieses Zeitmagazin. Matura gemacht? Ich habe Matura gemacht. Das Abitur muss ich in der Sendung auch immer übersetzen. Wenn jemand irgendwie überhaupt zufällig nicht. Abitur sagt, sage ich dann für die Österreicher Matura. Na, und wir Deutsche Österreicher, wir gehören zusammen für uns, oder? Das weiß man. Hier weiß man das auch, Matura. Weil unser Showgeschäft kommt ja aus Österreich, ja. So, also in Filmposition, ja? Ja, ja, selbstverständlich. Also Matura gemacht mit einem schönen Schnitt und dann? Ein bisschen Erdöltechnik studiert, 8 Semester. Bitte was? Erdöltechnik. Erdöltechnik? Ja, der große Traum vom großen Abenteuer auf Bohrinseln, Öl verschmiert, nach Öl zu bohren und da einfach richtig was Tolles zu erleben. Ja, aber nicht zu Ende. In der Realität sieht das nicht so toll aus. Sechs Wochen mit Pinup-Posters zu leben und dann 2 Wochen Landurlaub. Ja. Du warst mal auf einer Bohrinsel? Ich habe mal als Praktikant auf einer Bohrinsel gearbeitet. Wo? Wie das klingt. Als Praktikant auf einer Bohrinsel. Aber ich muss ehrlich sagen, aber ein logischer Berufsbild, wenn man es genau überlegt. Was das Abenteuer betrifft. Nein, aber ich bin ja auch... Es ist ein kurzer Weg für dich vom Praktikant auf der Bohrinsel zu Herzblatt. Das ist ja auch nichts anderes. Ja, und da hat über keinen Schreibtisch geführt. Also ich war da eigentlich direkt am Weg. Wo stand die Bohrinsel? Die Bohrinsel stand in Machfeld. Wo ist das? Das ist südöstlich von Österreich. Ja. Wir haben da wirklich noch Öl. Wie, das war am Land? Das ist am Land, ja. Da stehen dann irgendwie so Bohrplattformen. Darf ich das nochmal wiederholen? In Österreich stehen die Bohrinseln auf dem Trockenen. Sie stehen auf dem Trockenen, ja. Weil ja... Für uns ist es Nordsee. Ja. Als von Nordsee. Bei uns stehen die Bohrinseln auf dem Trockenen, ja. Ja. Also zumindest, es ist nicht mehr viel Öl da. Ja. Es war mal viel Öl da. Ihr braucht kein Öl, weil ihr habt eine Kultur. Ja. Ja. Aber die Russen, die es weggenommen haben, denen fehlt es jetzt auch, um es wieder einzufüllen. Also wir lachen uns dann ein bisschen was. Nee, die stehen, es ist noch richtig Öl da in Österreich. Ja, ja. Das hat man nie gewusst. Ja. Das ist ja direkt eine geheime Reichtum Österreichs. Gehört das zu den OPEC-Staaten? Nein. Vielleicht gekauft und keiner weiß es. Unglaublich. So viel Öl und keine Wüste. Servus Österreich. Na, Wüste ist das schon. Na, nirgends. Also auch alpine Wüste. Lebst du noch in Wien oder in München? Ja, ja, ich lebe in Wien. Man geht eigentlich da nicht weg, wirklich, oder? Diese Stadt ist eigentlich großartig. Nee, sie vereinnahmt einen und man muss irgendwie bleiben. Und es ist so diese Mischung aus Schmäh und... Ja, ein bisschen Schmähfern. Ja, also großartig. Kaffeehaus und so. Ja? Sitzt du auch im Kaffeehaus in Wien? Oder nicht mehr, weil ich mag das nicht, dass die Kleidung dann so stinkt. Ach so, richtig. Ich habe früher, als ich noch zur Schule ging, ich durfte nie ins Kaffeehaus gehen, habe immer gesagt, ich war nicht im Kaffeehaus, aber man konnte das riechen, wenn du da 2 Minuten reingehst, das riecht einfach nach Wiener Kaffeehaus. Sag, ich muss es fragen, das kenne ich von eurem Ex-Bürgermeister Zilk immer in dieser Talkshow. Ich muss es fragen, ja, gleich sind meine Frau, aber erst frage ich was. Ein fischer Bursch wie du... Ja. Ist er allein? Ist er verheiratet? Man hört so gar nichts von dir her. Ja. Er gibt sich alle Mühe, das ein bisschen zu verbergen, weil er sagt, das Privatleben ist so ein bisschen, bleibt außen vor. Aber es gibt eine Frau. Ja, schon eine Frau, die Frau meines Lebens eigentlich. Ja, wirklich wahr. Und ihr lebt zusammen und so weiter? Schon, ja. Auch eine Wienerin? Schon, ja. Ein Werner Pupperl, wie es in der Volksmusik heißt. Pupperl. Kein Pupperl. Eine super Alte. Also. Eine super Alte? Ein Fischer Kotz, wie man es ist veraltet wahrscheinlich, oder? Gibt's noch den ist Ausdruck? Auch nicht so charmant. Also, wir sind da gewachsen so mit den Anforderungen der Zeit. Gibt es wie noch den Ausdruck Trutschen? Trutschen, ein Trutscherl. Ein Trutscherl. Trutscherl ist ein kleinere Trutschen. Also ein Trutscherl, das ist eine Frau, die, wie man sagen, sehr sympathisch sein kann, aber es nicht so richtig gepackt hat, oder? Ja, so. Und auch immer noch so, dass den Ogu der Tussi hat, so ein bisschen dazu. Ja, ein Trutscherl. Komisch, das sind großartige Ausdrücke, die kann man nicht übersetzen und sie bezeichnen das so genau. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Alexander, servus, alles Gute, bis morgen. Tschüss.